So, willkommen zurück. Und manchmal frage ich mich echt, ja, warum komme ich da nicht selber drauf? Und zwar, nehmen wir mal die leere Dose und die Pfütze. Gute Idee. Ich nehme eine Portion verseuchtes, radioaktives, übel riechendes Wasser mit. Und dann ist logisch, weil Wasser auf Stromkasten gleich Kontakte kaputt. Sicher nicht die eleganteste Art, aber nichtsdestotrotz effektiv. Yippie! Der Spielplatz ist offen! Schrottplatz, Schaf! Schrottplatz! Dann gehen wir doch mal zum Schrottplatz. Oh, der hat Wachenten. Und ich bin ein Brot. Ich muss hier weg. Okay, Bernie, dann versteck du dich draußen. Wir versuchen, die Enten einzusperren. Ich habe das Gefühl, die Hintergrundgrafik wurde nicht richtig geladen. Ich habe das Gefühl, die Hintergrundgrafik wurde nicht richtig geladen. Deshalb würde ich eigentlich gerne den. Ah, den Kran, den können wir bewegen. Cool. Und die Hintergrundgrafik bleibt ungeladen. Ich habe das Gefühl, wir werden den Kran noch brauchen, aber nicht jetzt. Ein löchriger Einkaufswagen. Gebt mir etwas biegsames Metall und ich flicke ihn wieder. Oder gebt mir Antimaterie und ich. Ach, diese Möglichkeiten. Ach, dieser Hintergrund. Man sieht nur die Fahne. Und wir dürfen tatsächlich nicht mit Bären spielen, sondern mit Briegel. Entenfutter. Das ist ja schon mal gar keine so schlechte Idee. Ja, ich glaube, Entenfutter könnte nützlich sein. Diese Tür ist zu, das heißt, man kann sie nicht öffnen. Briegel, verblüffe uns doch nicht so. Jetzt gehen wir einmal hier hinten rum und schauen mal, ob wir irgendwo biegsames Metall herkriegen. Ich glaube nämlich, dass wir aus dem Einkaufswagen eigentlich. Eine Apparatur, die durch explosionsartige Verpuffung Projektile kinetisch beschleunigt. Danke, Busch. Sehe ich da Bronzehörner? Die Jackstatue. Oh, der gute DeLorean. Kann es wahr sein? Ein DeLorean. Damit kann ich in der Zeit reisen. Und er hat Flügeltüren. Ach, schön. Jetzt wäre irgendwie mal so ein Entwicklerkommentar ganz geil. Ich wollte schon immer mal einen Fluxkompensator haben. Und ein Pony. Aus Stahl, das Lichtgeschwindigkeit reiten kann und Laser aus seinen Nüstern schießt. Man kann nicht alles haben, aber einen Fluxkompensator. Hey, immerhin. Was kompensieren wir eigentlich mit einem Fluxkompensator? Ich weiß es nicht. Und vor allem, was machen wir jetzt damit? Und vor allem, warum hängt das Man Bild? kann nicht alles haben, aber einen Fluxkompensator. Ah, weil ich mich schon wieder aus dem Spiel rausgeklickt habe. Okay, das ist die Jagdstatue. Schießpulver. Nehmen wir mal mit. Kinetische Beschleunigung durch Verpuffung in Pulverform. Das Schießpulver muss wahrscheinlich in die Kanone. Tch, bitte? Was? Nicht? Okay. Dann lassen wir es erstmal. Schauen wir doch mal weiter wieder auf die andere Hälfte des Schrottplatzes. Weil irgendwie gab es hier jetzt ja auch kein Metall. Oder ich habe es nicht gesehen. Halt, stopp, Busch. Wir schauen uns jetzt mal hier nochmal um. Enten. Ein Entchen schwimmt gerade nicht auf dem See und hat kein Köpfchen in dem Wasser und kein Schwänzchen in der Höhe. Dafür Hunger. Eine Ente.
Nicht so bösartig wie ein Kampferpel, aber dafür genauso hungrig. Ein Kampferpel. Wir müssen ihn unschädlich machen, sonst traut sich Bernd nicht hier rein. Yay, erster Bug. Naja, egal. Nein, Scherz, war kein Bug. Backe, backe, Kuchen. Ein Stapel Autoschuhe. Also weil Reifen ja quasi die Schuhe vom Auto sind. Was denn? Ich fand den gut. Radioaktiver Müll. Es ist Dr. Bumblebee Busch. Hey, bist du nicht Chili? Das, ja, wie hast du mich? Ich bin du. Ja, gut, das kennen wir schon. Ich bin so ein bisschen schweigsam gerade. Und ich weiß nicht warum. Ja, wahrscheinlich, weil ich nachdenke, wo ich diesen Kackdraht herbekommen könnte. Vielleicht fahren wir den Kran einfach nochmal wieder rüber. Ja, das mit der Hintergrundgrafik verstehe ich jetzt gerade irgendwie auch nicht, aber egal. Moment mal. Da oben haben wir doch gerade... Ach ja. Logisch. Dass da, wo der Fluxkompensator vorher war, dass da jetzt auch Drähte sind und mit denen können wir dann den Einkaufswagen reparieren. Okay. Zack. So, benutze Drähte mit Einkaufswagen. So einfach wie ein schwarzes Loch zu stopfen. Man braucht nur weniger Antimaterie. Und ein schwarzes Loch ist ja eigentlich... Egal, ich schweife ab. Ja, wo du recht hast, Briegel. So. Heben wir mal den Einkaufswagen an. Und jetzt brauchen wir das Entenfutter. Das Entenfutter kommt hier hin. In den Abdruck. Dr. Bumblebee hat den Tag gerettet. Lass uns Bernd holen. Yippie. Stimmt, ist jetzt die Jagdstatue weg. Okay. Lass uns Bernd holen. Ich bin jetzt gerade etwas überfragt. Es passiert nichts. Ich kann mein Inventar nicht aufmachen und deswegen schaue ich mal eben kurz nach. Okay, Bernd, das Gelände sollte sich... Sollte? Also gut. Der hatte sich im Dialog aufgehangen. Das. Wer hat meinen Kampferpel eingesperrt? Sollte das Gelände nicht sicher sein? Sollte. Was sicher ist? Ist, dass Eisenbeißer Willi sehr sauer ist. Das reimt sich. Warum heißt er eigentlich Eisenbeißer? Was seid ihr eigentlich für komische Vögel? Vom Zirkus? Die Unmöglichen! 3, 2, 1! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Und wenn ich zuschlag, schlagt ihr auf den Boden. Guter Punkt. Macht, dass ihr hier wegkommt. Sonst klatscht es. Und zwar keinen Beifall. Ah, ich wollte jetzt gerade sagen, fehlt die Textur-Grafik jetzt auch. Komm, Bernd, kasten wir hinterher. Der sympathische Willi lässt uns nicht vorbei.
Ja, okay, dann schauen wir doch mal in seiner Wohnung. Ich glaube, dass der Mann mit den Eisenzähnen und dem unfreundlichen Wesen etwas dagegen haben könnte, wenn ich hier rumhebel. Meinst du? Vielleicht nehmen wir einen Schalter. Ich glaube, dass der Mann mit den Eisenzähnen und dem unfreundlichen... Ein Hebel. Was der wohl, hebelt? Damit können wir auch nichts kombinieren, ne? Ich denke nicht. Ich glaube, dass der Mann... Ein Einkaufswagen, der als Entenkäfig dient. Der sympathische Willi lässt uns nicht vorbei. Der sympathische Willi lässt uns nicht... Man wollte ja eigentlich nur rechtsklicken auf die Kanone. Eine Apparatur, die durch explosionsartige Verpuffung Projektile kinetisch beschleunigt. Aha, da haben wir doch schon den ersten Fehler im Spiel entdeckt, weil ich klicke hier drauf als Bernd und es kommt die hier ist auch das Bernd-Symbol, aber es ist die Stimme von Briegel dem Busch. Erster Fehler im Spiel entdeckt. Yippie! Direkt am Boom Media melden. So. Ein Haufen Reifen. Ach klar, seine Zähne sind magnetisch. Das sieht sehr lustig aus. Bitte, Berndi. Hoch, runter, hoch, runter. Nein. Den packen wir jetzt aus ominosen Gründen in den Reifenstapel. Wie, Berndi? Und jetzt kümmern wir uns um die Statue. Komm, jack, 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 jack. Komm. Okay, let's go. Okay, komm, den Kran nehmen wir mit. Nicht, dass da noch irgendjemand auf dumme Ideen kommt. Eine Statue. Die Statue? Irgendwie müssen wir die Weiche umstellen. Diese Weiche kann irgendwo hier umgestellt werden. Okay. Warte. Halt. Erst muss den... Ein fahrbarer Magnetkran. So, und jetzt müssen wir den Schalter umlegen. Hier kann ich die Weiche umstellen. Zum Schrotthaufen. Ein fahrbarer Magnetkran. Der Stoff, aus dem Schrottplatz-Slapstick gemacht ist. Das sollte, glaube ich, auch noch auf das Rätsel mit dem Eisenbeißer hindeuten. Oh, das ist keine Jack-Statue, sondern ein Wikinger, der mit Pinguinen ringt. Jetzt habe ich alles gesehen und ich sehe, sie ist auch aus Bronze. Moment! Ist Bronze eigentlich magnetisch? Oh. Oh nein, er ist unter der Statue. Wir müssen ihn befreien. Keine Sorge, das ist ein Fall für Sheep Majors. Aber Chili. Für Sheep Majors ganz alleine. Wie aufregend. Ui, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich muss erst mal einen Stunt machen. Vielleicht solltest du lieber deinen Kopf benutzen. Okay, ich glaube, wir spielen jetzt Chili. Ja. Eine Statue mit Hörnern. Ist doch gar nicht wahr. Sch-
Schießpulver in Kanone. Yippie! Das wird ein Spaß! Jetzt muss ich deswegen nur noch mal eben was anzünden. Fluxkompensator? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mir geht's gerade ganz genauso. Das kapiere ich nicht. Moment, ich denk mal drüber nach. So, ich hab einen Helm. Was soll da noch schief gehen? Chili Power! Ah, von Zitrone noch irgendwas. Let's go! Aua. Chili Power! Ja, wenn ich das anmerken darf, die Statue steht immer noch über Bernd. Das kann ich nur bestätigen. Ziemlich hässliches Ding. Wer würde sich sowas in den Vorgarten stellen? Okay, was machen wir jetzt? Nee, das geht nicht. Okay, wir können uns nicht darüber ärgern, dass die Statue da steht. Probieren wir es mit der Schaufel. Langweilig. Ja, ist ja schon gut. Das ist mir zu komplexitiert. Warum kann ich nicht den Busch haben? Flux kompensiert. Die Kanone. Das geht gerade nicht. Nein, der Fluxkompensator ist es auch nicht. Finde ich ja tatsächlich noch irgendwo was, das mir hilft. Darf ich mich damit rumrollen? Was soll ich denn mit dem jetzt? Ja, was weiß ich? Vielleicht weiß der irgendwas. Wie man diese scheiß schwere Jagdstatue bewegt. Nee, da ist irgendwie nichts mehr. Eine Statue mit Hörnern. Nee, ohne mittlerweile. Eine Kanone. Darf ich einen Stunt machen? Bitte. Vielleicht später. Das ist mir zu komplexitiert. Das ist mir zu... Ich bin ein Brot und das ist... Mistso? Eine Statue. So. Dann muss ich wohl doch... Nee, immer noch nicht. Aber jetzt ist mir schwummelig. Boah, dieses Schaf, das hat mich damals schon immer so aufgeregt. Die Stunts sind immer ganz cool, aber ansonsten ist das Schaf irgendwie so zu nichts zu gebrauchen, hat man so immer das Gefühl. Das hat keine Ahnung von nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich frage gleich mal den Busch. Vielleicht weiß der das. Das kapiere ich nicht. Moment. Das Grundsophon, natürlich. Danke. Hat Spaß gemacht. Ach, natürlich. In welcher örtlichen Dimension hat Eisenbeißer Willi die Jagdstatue versteckt? Nee, es hat sich ausgekrannt für heute. Okay, dann gehen wir mal.
Okay, was muss ich denn hier jetzt machen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Können wir im Prinzip nichts mehr machen? Eigentlich müssen wir doch hier runter, oder nicht? Chili Power! Ist es eine Hummel? Ist es... Es ist nicht leicht, ein Brot zu sein. Ehrlich nicht. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Hallo? Spieler? Was machen wir denn jetzt hier noch? Dachte, wir landen jetzt wieder am nächsten Screen oder nee, so? Es hat sich ein fahrbarer Magnetkram. Ja, Bernd, was machen wir denn jetzt hier? Sag mal, benutzen wir die Kanone oder was? Vielleicht später. Oder benutzen wir den Schalter? Nein, den Schalter können wir ja gar nicht mehr benutzen, den können wir uns nur noch ansehen. Ein Hebel. Ah, vielleicht müssen wir hier mit Eisenbeißer Willi reden, damit er uns verrät, wo das ist. Gute Idee. Leg dich mit dem Eisengebiss mal, wenn du ein Brot bist, mit vielleicht später. Ich sag euch nix. Ich sag euch nix. Ja, dann haben wir jetzt ein kleines Problemchen, weil wir müssen hier runter. Und nirgendwo sind diese... Ich sag euch nix. Sind hier diese Brotfüße zu erkennen? Am Bildschirmrand und deshalb weiß ich nicht, wo ich jetzt hier... Ja. Nee, es hat sich ausgekratzt. Ja, viel mehr Aktionsmöglichkeiten bleiben uns gar nicht mehr übrig. Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt länger. Oder habe ich die Explosion zum falschen Zeitpunkt ausgelöst? Das wäre ja. Das funktioniert so nicht. Oder brauche ich die Kanone noch für irgendwas? Das hast du hier, nicht komm, gerade schmeiß weg. Hier, komm, der alte Stiefel, den brauchst du nicht mehr, den kannst du in den Kran klemmen. Nee, es hat sich aus... Sheep Majors, Superheld! Ach, naja. Wir sehen uns auf jeden Fall erstmal in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!